Guten Morgen von der nebligen Spree. Ja, der letzte Tag ist schon angebrochen. Ja, das Wetter ist auf jeden Fall wesentlich besser wie gestern, wo es ja nur geregnet hat und ich bin wirklich trocken geblieben. Die Regenklamotten haben dicht gehalten. Es lohnt sich doch ein bisschen mehr Geld auszugeben dafür. Ach, selbst geschwitzt habe ich ja gestern ja auch nicht, weil es ja so kalt war. Also war alles gut. Super. Super geschlafen, jetzt nochmal wieder super gefrühstückt. Dann kann es heute auf die letzten 45 Kilometer auf dem Spreeradweg bis Erkner gehen, wo sich denn mein Kreis schließt, der Tour. Ich hoffe, es hat gestern auch gefallen und die anderen Tage auch und dass es heute auch nochmal schöne Bilder geben wird. Also wünsche ich viel Spaß dabei. Ja, ganz schön frisch hier im Fahrtwind. Und nächste Station Fürstenwalde. Das ist auch nicht mehr so weit. Jetzt noch 4 Kilometer. Und Navi funktioniert auch. Hat gestern ja mal eine halbe Stunde gesponnen. Aber jetzt funktioniert es alles wieder. War echt komisch. Ich passiere gerade Fürstenwalde. Ja, recht frisch, aber sehr schön. Jetzt geht's weiter nach Erkner, das sind noch 37 Kilometer. Endlich goldener Oktober. So langsam rolle ich hier auf Berlin zu. Da möchte ich noch mal ein paar Grüße loswerden an ein paar anderen Online-Radlern. Wie zum Beispiel Ronald vom Kanal Wolfsmensch auf dem Velo oder auch Bruno von Bruno on Tour. Na, auch immer viele Touren online. Echt super. Aber natürlich auch Frank vom Kanal. Frank fährt Fahrrad. Ich glaube, den kennt fast jeder hier. Es macht auch immer Spaß, hier zuzusehen. Bei deinen Reisen, bei deinen Touren, mit deinen Begleitern. Ja, deine Kommentare, alles immer so witzig. Immer gut gemacht. Da komme ich noch nicht ran. Oder will ich auch gar nicht rankommen. Das, jeder macht sein Ding halt. Jeder macht es anders. Und das ist auch so toll an YouTube. Das macht richtig Spaß. Also Grüße gehen raus. Und sowie auch an alle anderen. Es kommen ja auch immer wieder welche dazu.
bin ich mal wieder durch ein paar Ortschaften durchgekommen. Hangelsberg, Ortschaft Spreewald und hier jetzt ist Wulkow. War gerade immer eine Hauptstraße, aber jetzt ist er wieder auf Nebenstraßen geführter Radweg. Ja, sehr schön zu fahren. Alles asphaltiert. So langsam wird es auch Wärme. Handschuhe und Mütze habe ich schon aus und Jacke kann auch schon so ein bisschen aufgerissen werden. Also so langsam wird's. Keine 10 Kilometer mehr bis zum Ende. Vielleicht mal Zeit für ein kleines Fazit. Ja, war eine tolle Runde. Ich liebe ja Runden und so eine große Runde war ja echt toll. Begann am ersten Tag erstmal auf dem Damenradweg, dann rüber zur Spree und dann Spreeradweg bis Lübbenau. War toll. War auch super, dass das Wetter da gehalten hat. Besser wie vorher gesagt. Genauso wie am nächsten Tag. Von Lübbenau erst nach Cottbus, dann weiter auf dem Spreeradweg. War super, war echt toll, dass das alles so geklappt hat. Auch gestern, wo es so geregnet hatte, war es toll. Hat sehr viel Spaß gebracht, trotz Regen. Ich war ja trocken. Das war echt super. Und heute nochmal strahlenden Sonnenschein. Echt toll. Der Spreeradweg an sich ist halt so der Hauptweg gewesen hier. Auf dieser Tour echt super geführt, sehr gut ausgebaut. Das Schild Radwegschäden habe ich nicht gesehen. Waren es vielleicht mal ein paar Hobbel, besonders hier durch so eine Wurzeln. Aber echt super. Ja, das Wetter, ja okay. Vielleicht hätte ich vorher gewusst, hätte ich vielleicht gesagt, nee, mache ich doch nicht. Aber jetzt bin ich echt froh, das gemacht zu haben. Ich hoffe, das kam auch so ein bisschen rüber. Nochmal zum Thema Übernachten. Ja, ich fand das jetzt gut, dass ich das in dem Pensionenhotel gemacht habe. Ja, es kostet etwas mehr, aber das warme Bett und vor allen Dingen das schöne Frühstücksbuffet immer. Ja, das hat auch seine Vorteile. Kostet ein bisschen mehr, aber wenn ich bedenke, jetzt die Nächte waren sehr kalt. Vorgestern Dauerregen, sogar richtig stark. Das wäre jetzt nicht so schön. Und vor allem gestern nach dem ganzen Tag Regen nur im kühlen Zelt. Ach, so konnte man sich doch immer schön aufwärmen.
Das war gut. Ein Zelt und so habe ich ja. Das kommt bestimmt nächstes Jahr nochmal, wenn es wärmer wird wieder. Jetzt bin ich wieder genau da, wo alles angefangen hat. Ja, war wieder ein toller Tag heute. Nur kurz, es ist jetzt kurz nach 12. Aber diese 45 Kilometer auf dem Spreeradweg war nochmal echt sehr schön. Boah, die ganze Runde hat mir echt viel Spaß gebracht. Auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat, so wie gestern. Aber ich bin ja trocken geblieben, war trotzdem gut. Ja, so eine Runde mache ich ja immer zu gerne. Und denn, dass sie so groß ist, ist ja noch viel besser. Da sieht man ja noch viel mehr. Ja, Spree. Toll, am ersten Tag auch die Dame, der Dame-Radweg war toll, denn durch den Spreewald, die ganze Gegend, alles super, war echt toll. Das werde ich bestimmt nächstes Jahr auch nochmal machen. Ja, das wird bestimmt auch nochmal kommen, nächstes Jahr so eine Touren, vielleicht auch mal mit Zelt, mal sehen, wie das klappt. Dieses Jahr hoffe ich, dass es noch nicht ganz die letzte Tour ist für 2019, dass nochmal ein schönes Wochenende kommt. Ich habe da noch so eine kleine Idee, mal sehen, was da noch bringt, was das Wetter noch so bringt. Ja, das waren jetzt bestimmt, ja, ich habe noch nicht zusammengerechnet, über 300 Kilometer über die 4 Tage verteilt. Es hat alles geklappt, Übernachtung und keine Panne gehabt, alles hat gehalten, echt super. Naja, dann hoffe ich, es hat gefallen, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen, moin moin. Und natürlich über einen Daumen hoch oder ein Abo würde ich mich freuen. Und ich sage auch nochmal ein extra Dankeschön an alle Online-Radler, die mich jetzt auch angesteckt haben, solche Touren zu machen. Also, auf Wiedersehen. Moin moin. Tschüss.